den Entschluss zu fassen, es auf eine islamische Art und Weise zu praktizieren, auf dem Fundament des Islams und dieses ernst zu nehmen, bringt etwas sehr Wichtiges mit sich, die wir vielleicht nicht direkt verstehen und auch nicht greifen und auch nicht erklären können. Und das nennt man Baraka. Ja? Und diese Baraka, geehrte Geschwister, ist sehr, sehr wichtig. Ja? Sehr, sehr wichtig, dass... Stecker wieder drin? Okay. Das heißt, diese Baraka, geehrte Geschwister, ist wichtig, dieses zu erlangen. Und die Basis dafür ist der Islam. Das beginnt aber mit der Ehe, das heißt mit der Hochzeit. Denn viele vergessen das, die sagen, ja, ich will ein islamisches Leben führen, aber bei der Hochzeit, da machen wir eine Klammer drum. Ja, und dann feiern wir und praktizieren sozusagen Sünde auf Sünde. Aber vielleicht ist genau dieses, was die Baraka entzieht, ja, und da ein Hindernis ist für die Zukunft. Es ist aber auch eine Sache, geehrte Geschwister, was auch nicht mit der Hochzeit endet, sondern auch während der Ehe. Und deswegen in so einer Runde spricht man zu Leuten, ich teile das immer in drei Gruppen. Die erste Gruppe, die noch nicht verheiratet ist. Die zweite Gruppe sind diejenigen, die gerade heiraten, also der Bruder Ismail und seine Ehefrau, möge Allah beide segnen und ihre Ehe segnen. Und diejenigen, die schon verheiratet sind. Und deswegen sind die Worte, die man vielleicht findet, wichtig für alle, die ich heute treffen möchte. Und zwar, geehrte Geschwister, dass wir den Islam als Basis nehmen für die Ehe. Den Islam als Basis nehmen für die Ehe. Allah sagt im Koran, geehrte Geschwister, das ist in Sura Rum, sagt Allah, und es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch aus euch selbst Gattinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet. Und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Darin sind Zeichen für Leute, die nachdenken. Allah sagt also hier, dass Allah Gattinnen geschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet. Das heißt, diese Ruhe zu empfinden, geehrte Geschwister, funktioniert nur, wenn die Basis auch der Islam ist und wenn wir den Islam auch praktizieren und auch leben. Ja, wenn wir den Islam praktizieren und auch leben. Deswegen einige Tipps vielleicht für uns alle. Ob man jetzt heiraten möchte, ob man heiratet gerade oder ob man schon verheiratet ist. Wir sehen oft in der Ehe oder im Eheleben, dass Menschen, wenn sie zusammenkommen und sie kommen als Menschen zusammen, sie kommen nicht als Engel zusammen, die fehlerfrei sind, sondern sie kommen als Menschen zusammen, die auch Fehler besitzen. Und es ist sehr oft so, dass wenn Menschen in eine Ehe kommen, dass sie gewisse Wunden haben aus der Vergangenheit. Und das ist der erste Ratschlag für uns als Runde, dass wir die inneren Krankheiten oder die inneren Wunden heilen. Denn, geehrte Geschwister, ich habe sehr viele Gespräche schon geführt mit Brüdern, die heiraten möchten oder die Eheprobleme haben oder auch die glückliche Ehen führen und so weiter. Und oft sieht man, dass viele Wunden in sich tragen, die bis zur Kindheit zurückgehen. Zwischen 0 und 7 Jahren. Okay? Was gewisse Dinge, die sie im Leben vielleicht erlebt haben, die nie bearbeitet wurden, aber dieses bei ihnen eine Ursache ist, die später die Ehe stört. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir einfach verstehen, wir sind Menschen, wir haben auch innerliche Wunden, wir kommen mit diesen in die Ehe und hier ist es jetzt wichtig, dass der Ehepartner das weiß, dass der Ehepartner nachvollzieht, dass er nicht mit einem Engel geheiratet hat, sondern mit einem Menschen, er selber von seiner Erschaffung her Fehler besitzt und er vielleicht auch Wunden mit sich trägt. Und was ist nun meine Rolle als Ehepartner, als Ehefrau oder Ehemann, dass ich meinem Ehepartner ein stützendes Teil bin, seine Wunden auch zu heilen. Seine Wunden zu heilen. Und hier ist auch derjenige selber gefragt, dass er bereit ist, seine Wunden auch anzuerkennen. Anzuerkennen, dass er sich hier verbessern möchte, ja, und dass er auch zuhört und dass er auch bereit ist, mit seinem Ehepartner zusammen auch ein Team zu werden. Denn nur so, geehrte Geschwister, kann eine Ehe sehr gut funktionieren.
wenn man miteinander spricht, wenn man sich austauschen kann, wenn man als Partner agiert, wenn man zusammen ist. Man nennt das ja Ehepartner. Okay? Partner arbeiten zusammen und Partner arbeiten nicht gegeneinander. Und das, wozu Allah uns auch erschaffen hat und dass wir in uns, also in der Ehe, Ruhe finden, kommt ja nur dann zustande, wenn wir auch Partner werden. Und Partner können wir nur werden, wenn wir auch den Islam praktizieren und auch umsetzen. Wenn der Islam für uns etwas ist, wo wir sagen, ja, erst wenn ich Zeit habe, dann leben wir den Islam. Wenn ich Zeit habe, dann bete ich. Wenn ich Zeit habe, dann nehme ich das ernst. Dann ist das natürlich an dem Sinn unserer Erschaffung vorbei. Das geht daran vorbei. Dann wird keine Baraka entstehen. Dann wird kein Segen herabkommen. Und dann sehen wir natürlich, wir hören um uns herum. Möge Allah uns allesamt bewahren und unsere Familien bewahren und so weiter. Aber wenn etwas nicht funktioniert, so ist es am fehlenden Islam. Das Praktizieren, die Umsetzung des Islams. Wir haben eben mit dem Bruder und mit mehreren Brüdern uns eben gegenseitig ermahnt. Und da haben wir auch eben über Allah gesprochen und über die Namen und Eigenschaften Allahs. Derjenige, der in seinem Leben an alles denkt, das heißt, er plant seine Ehe, sehr schön, sollte man tun. Er plant sein Berufsleben, sehr schön. Wie viel er verdienen soll pro Monat, er hat da eine Vorstellung, sehr schön. Wie seine Arbeit aussehen soll, sehr schön. Er will dieses Studium machen, sehr schön. Er will dann dieses Haus haben, dieses Auto fahren und dann in seiner Heimat noch dieses bauen, eine eigene Wohnung haben, für seine Rente und so weiter. Das heißt, in seinem ganzen Leben hat er so viele Dinge, die er plant, Überlegungen anstellt, aber in keines dieser Planungen taucht Allah auf. Er findet keine 5 Minuten, wo er darüber nachdenkt, wie bringe ich es dazu, dass ich meinen Schöpfer Allah zufriedenstelle, dass ich etwas tue, dass er mich liebt. Dass er, subhanahu wa ta'ala, der mir alles gegeben hat, und ich werde yawm al-qiyama zu ihm kommen, und dann steht das Paradies auf dem Spiel. Das heißt, ich plane alles in meinem Leben, aber ich finde am Tag dann keinen Moment und keine Zeit, wo ich über das Paradies plane oder wo ich mit meinem Ehepartner das Paradies gemeinsam erreichen möchte. Das ist wirklich sehr verwunderlich, nicht wahr? Als jemand, also ich kann mir gut vorstellen, dass ein Nicht-Muslim nicht darüber nachdenkt, weil er nicht diesen Iman hat. Aber Menschen, die sagen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, die sagen, der Koran ist für mich mein Lebenswerk, der mir die Richtung vorgibt. Der Weg des Propheten Muhammad SAW ist mein Weg, den ich beschreite auf dieser Erde. Und der verinnerlicht hat, dass er im Grab gefragt wird, wer ist dein Herr, was ist deine Religion, wer ist dein Prophet. Dass derjenige in seinen ganzen Planungen, die er im Leben hat, in seinem Handel, in seinem Tijara und so weiter, an alles denkt, außer an Allah, ist sehr verwunderlich. Und vielleicht ist das ja auch eine Ursache oder die Ursache, warum die Baraka verschwindet. Im Umkehrschluss können wir sagen, wenn wir die Baraka möchten, wenn wir möchten, dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Ehe segnet, unsere Kinder segnet, unser Vermögen segnet, unseren Beruf segnet, unser aller Vorhaben segnet und uns zum Guten leitet, so müsste doch dann der Weg sein, dass wir an erster Stelle an Allah denken. Und dass wir an erster Stelle uns an Allah wenden. Heute, wenn man irgendein Problem hat, irgendeine Sorge hat, mit Geld, finanzielle Sorgen, in der Ehe Sorgen, in der Familie Sorgen, in Sorgen, 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 man geht zu dem Bruder, Bruder, du kennst dich auch aus mit dem Finanziellen. Und dann gehst du zu dem anderen, du kennst dich auch in diesem Punkt. Und du kennst dich aus in dem Punkt. Und dann hat man jeden durchgeackert, der dir helfen könnte aus deiner schwierigen Situation. Und alle Türen sind nun verschlossen. Und dann denkt er sich, oh Allah, hilf mir. Das heißt, Allah vergesse bis zum letzten Augenblick. Und dann erhoffen wir uns die Rettung von Allah. Und das ist natürlich nicht die Art und Weise, die wir an den Tag legen sollten. Sondern, dass wenn du in irgendeiner Sache eine Sorge hast, dass du an erster Stelle dich an Allah wendest. Denn er kann dir die Sorge nehmen. Und er kann dich doch zu dem leiten, der dir auf dieser Welt hilft. Und er ist es doch, derjenige, der am Ende
oder wo du am Ende auch zufriedenstellen möchtest. Deswegen, geehrte Geschwister, das ist der Ratschlag auch, dass wir uns an erster Stelle an Allah wenden. Deswegen, diese Sorgen, die man in sich trägt, diese Fehler, die wir haben, diese Wunden, die ich auch zu Beginn gesagt habe, das ist ein Heilungsprozess, den du nur erreichen kannst, wenn du auch dich mit dem Islam beschäftigst, mit dem Koran, mit den allen Eigenschaften Allahs und so weiter. Mit Aufrichtigkeit diesen Weg beschreitest. So ist das Beste, was man erwähnen kann und auch jemandem mitgeben kann, auf dieser Basis weiterzumachen. Deswegen, geehrter Bruder, das war oder ist eine sehr vernünftige Entscheidung, dass man das auf einem islamischen Art und Weise diese Hochzeit beginnt. Und möge Allah auch euch, eure Familien segnen, auch auf diesem Weg festigen.